So, willkommen zurück. Letztens hat mich jemand gefragt, mach doch mal ein Drum-Bass-Tutorial auf Deutsch, weil letztens hatte ich einen auf meinen englischen Kanal gemacht. Und habe ich gesagt, klar, mache ich doch, ist doch kein Problem. Ist doch kein Thema, mache ich. Und das ist es quasi. Also ich habe gerade einen Track gebaut hier, habe vorhin angefangen. So klingt das Teil hier. Das Ding ist, ich habe natürlich auch ein bisschen viel gequatscht diesmal. Also das Video geht jetzt auch fast 2 Stunden, aber ich hatte zwischendrin so Parts, wo ich mich ziemlich ausgelassen habe über verschiedene Sachen. Da müssen wir mal gucken, ob er das irgendwie interessant findet oder ob das komplett irrelevant ist. Aber ich habe versucht natürlich immer entsprechend kontextuell zu sagen, warum ich was mache oder wie ich es mache oder warum es eigentlich unsinnig ist, da irgendwie eine Empfehlung abzugeben, weil vieles ist meiner Meinung nach halt einfach kontextabhängig und ja, Geschmackssache. Also das gibt es halt auch, Geschmackssache. Also wie man irgendwie Kickdrums möchte oder wie man die Snare-Drums möchte, die ganze Drum-Ästhetik quasi. Aber ich würde sagen, guckt euch einfach mal das Video an. Ich fange bei null an und ich verwende auch kaum Plugins. Also ich habe mal Supermassive drin oder so, der ist kostenlos. Aber das war es eigentlich auch. Und ja, ich denke, das ist ganz interessant. Guckt es euch mal an und lasst halt mal Feedback in den Kommentaren da. Und schreibt mal einfach mal, wie ihr es findet. Und wenn nicht, also wenn es scheiße ist, dann mache ich einfach Nummer 1, okay? Dann viel Spaß. Ich starte mit einem leeren Bitwig Projekt und ich fange normalerweise an, damit hier oben erstmal die BPM einzugeben. 172, das sollte reichen. Und meistens fange ich an mit der Bassline. Also versuche erstmal so ein Bassriff zu bauen und das macht es dann ein bisschen einfacher, irgendwie die Drums zu setzen. Also falls man nicht immer dieselben Drum-Patterns will, finde ich es immer am besten mit dem Bass anzufangen und dann Groove rauszuarbeiten und dann die Kicks entsprechend zu setzen, wie es am besten passt zum Bass. Deswegen heißt der Bass auch Bass, wie es am besten passt. So ja, Bass würde ich sagen. Ach so, alles in dem Projekt würde ich sagen, mache ich mit Bitwig internen Effekten und Instrumenten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich überhaupt keine VSTs einsetzen. Gut, also für den Bass verwende ich wahrscheinlich erstmal Phase 4, weil das ist ein FM-Synth mehr oder weniger oder ein Phase Distortion Synthesizer. Und da kriegt man natürlich diese schönen kalten elektronischen Klänge hin. Oder ziemlich einfach kann man damit Obertöne produzieren, die man natürlich auch brauchen bei diesen Mid-Range-Basslines. Aber zeige ich euch gleich noch. Phase 4, bin natürlich hier im Presets, das ist falsch, ich muss hier hin. So. Das bringe ich erstmal auf 0 dB hier. Und vielleicht kann ich auch direkt mal hier das als Default Preset speichern, damit ich das nicht mehr umstellen muss. Was ist das? Minus 10. Okay. So ja, erstmal hier einen Clip hinlegen. Und vielleicht mit ein paar Noten anfangen. Und für mich am besten als Noten ist natürlich E. Einmal, weil es schön tief ist. Wenn ich mal das wegmache. Also, das ist schön tief hier. Wenn man dann irgendwie ein bisschen tiefer geht mit dem Bass, dann wird es dann arg rumpelig. Man hört den Bass nicht mehr so. Und weiter hier oben ist es vielleicht dann zu hoch. Aber was natürlich hier der Vorteil ist, man hört den Bass viel besser. Also man braucht nicht mehr so viele Obertöne. Weil die Frequenz, einfach die Grundfrequenz weiter oben ist. Und ja, also wenn ich hier auf E bin zum Beispiel, dann ist der schon recht tief von der Root-Frequenz. Aber dann mit den Obertönen zusammen hört man den natürlich dann krass raus im gesamten Mix. Der andere Vorteil ist, wenn ich auf E bin und alle weißen Tasten hier benutze, dann bin ich in E-Phrygian, was natürlich automatisch gleich ein bisschen funky, ein funky Scale ist, eine funky Tonleiter ist. Und wenn man will, kann man auch hier irgendwie auf D-Sharp gehen natürlich. Ne? Muss man aber nicht. Aber wie gesagt, das ist eigentlich ganz cool, ja. Das ist so eine coole Note.
Die ist genauso zwischendrin, zwischen zu tief und zu und nicht oder nicht allzu tief und nicht allzu hoch. Finde ich eigentlich eine gute Grundfrequenz. Ja, machen wir das einfach mal ein bisschen länger hier. Ich fange jetzt mal mit einem einfachen Pattern an. Ja, ich knall das einfach mal zu mit Noten. Das geht mit Control und D. Und lass hier einfach mal den Loop loopen. Jetzt fangen wir mal an, hier einfach ein paar Obertöne reinzubringen. Und aktuell ist eigentlich nur dieser erste Operator hier aktiv. Das heißt, es ist jetzt eine Saw. Kein Filter drauf. Das ist eine Saw. Das ist eigentlich fast schon eine Sine Wave, oder? Oh ne. Ja, ist eigentlich eine Sine. Meistens gehe ich hier auf Thin, also um dann richtiger. Das ist das Gleiche. Das ist eigentlich das Gleiche. Und dann mixe ich hier einen anderen Operator rein. Also ich nehme dann zum Beispiel blau hier und nehme dann den blauen Knopf und Frequenz moduliere oder Phasen moduliere quasi hier den ersten Operator. Da hat man dann schon, das knattert ein bisschen. Kann man natürlich die Frequenzratios umschalten. Das heißt, 1 zu 1 ist die Frequenz, die man eingibt. Also das wäre jetzt unter E. Ich weiß nicht, welche Frequenz das genau ist. Irgendwas bei 40, 50 Hertz rum. Und das wäre die doppelte Frequenz. Das heißt, das wäre dann 100 Hertz und das wäre dann dreimal 50, also 150 Hertz und so weiter. Und das sind quasi die Ratios, also die Verhältnisse zwischen Grundton und aktuellem Ton. Und das ist natürlich perfekt hier, um da entsprechend die harmonische Serie abzutasten und dann zu gucken, welche Obertöne passen am besten zu meinem Grundton oder passen am besten, wenn ich hier den B zu R reinmische. Also 3-1, das ist eigentlich hier so, ich glaube, das dürfte sogar 3 zu 2. Ich glaube, das ist eine Quinte oder so, die Quinte vom. Bin mir nicht sicher. Das ist 5 zu 3. Könnte es auch sein. Ich nehme meistens mal so 2, 3. Und dann den zweiten bisschen die Tune, weil das ist ja ziemlich statisch hier. Sieht man, da bewegt sich nichts. Und wenn ich das jetzt anfange, hier zu detunen, kriege ich da so ein paar Schwebungen rein. Produziert auch schöne Obertöne. Und damit ich jetzt nicht das Ganze irgendwie durch ein Distortion-Plugin jagen muss, um da jetzt irgendwie noch Obertöne reinzubekommen, kann ich auch hier noch mehr Operatoren verwenden. Also anstatt quasi einen subtraktiven Synth zu nehmen und dann Distortion-Effekte wie ein Bekloppter hinten drauf zu knallen, versuche ich schon das meiste ja im Synth selber zu machen. Das klingt ein bisschen cleaner, ein bisschen anders, aber man hat auch ein bisschen mehr Kontrolle vielleicht über den Sound, ne? Wir haben jetzt hier den blauen in den roten reingemischt. Und was ich auch ganz gern mache, ist jetzt hier zum Beispiel den gelben zu nehmen und den mit sich selbst zu mischen. Also ich mische gelb in gelb rein oder Frequenz moduliere mit sich selbst. Also ist jetzt eine Feedback-Schlaufe hier. Und was das produziert, wenn ich mal hier den roten ausmache, ist einfach Noise. Sieht so aus hier. Also ist nicht ganz White Noise. Ja, kann man so ein. Kann man so verschiedene Noise-Arten machen, die einem gefallen. Auch cool, ich kann hier auf Stereo schalten. Dann habe ich quasi Noise von links, rechts. Oder hier, das ist ein bisschen detune. Links, rechts habe ich dann ein anderes, ja, Noise-Bild und das klingt dann ein bisschen Stereo. Also wenn man genau hinhört. Das ist Mono. Das ist rechts, links das gleiche. Stereo. So, das höre ich aber nicht. Ich blende das hier aus. Ich will ja nur den drin haben. Aber jetzt kann ich den Noise in den zweiten, der in den ersten reinmischt, also den Noise hier reinmischen. Na, und wenn ich dann hier das moduliere, dann kriege ich dann schon mal. Ich dann schon mal so einen leichten Drum-Bass-Sound hin. Ich nehme mal so einen Steps-Mod. Die nehme ich in letzter Zeit auch ziemlich gern. Kann ich hier irgendwie so eine Rampe einzeichnen.
und kann dann sagen Node Restart. Also das startet jedes Mal neu, wenn die Node neu startet, sieht man jetzt hier, ne? Gar nicht zum Ende, mache ich mal ein bisschen schneller. 16, was haben wir hier? 16. Dann nehme ich mal sowas. Damit das nicht ja so eine Treppe ist, kann ich hier das Smoothing hochschieben und dann wird das quasi schön glatt gemacht, interpoliert die einzelnen Steps. Und das kann ich dann dazu nutzen, hier einzumischen. Ne? So. Also sowas ist zum Beispiel ganz nett. Vielleicht kann man auch hier sagen, ich möchte jetzt nicht jedes Mal diesen Noise haben, wenn ich da hinten hochgehe. Dann kann man vielleicht das anders machen. Halb so schnell. Dann gehe ich mal auf 8 Steps vielleicht. So. Damit hier die Noise rein. Dann gehe ich wieder auf 16 Steps. Hier weg. Ist dann auch ähnlich okay klingen. Free Running Transport. Ja, das kann man vielleicht auch mal mit Transport, dann ist es immer an der gleichen, immer wenn ja der Playhead an der gleichen Position ist, dann ist man auch hier im Modulator an der gleichen Position. Das ist vielleicht auch ganz gut, mache ich das mal ja auch. Transport. So, und jetzt kann man vielleicht ja irgendwie noch den M-Modulator damit reinbringen. Natürlich hier. Vielleicht nehme ich da ein LFO. Mit LFO her. Guck mal, wie das klingt. Und dieser Beat LFO ist quasi immer im Beat Grid. Also wenn ich jetzt hier das nach links drehe, dann ja, wie soll ich das erklären? Also ich glaube, wenn man das oben hat, dann ist man auf 16 Noten und dann kann man ja langsam überblenden in Achtel, in Viertel und so weiter. Ist aber nicht, dass man die Geschwindigkeit ändert, sondern man blendet quasi über von einem Achtel zu einem Sechzehntel. Also wenn man das so in der Mitte hat, dann hat man, glaube ich, hier Achtel und Sechzehntel gemischt. Das ist quasi keine Geschwindigkeitsregler, so eine Art. Also was ich halt auch versuche, ist hier irgendwie unterschiedliche Geschwindigkeiten von den Modulatoren zu haben, damit ich so ein bisschen überlappende Polyrhythmen habe, was so die Modulation anbetrifft. Ich will natürlich nicht nur eine statische Figur haben, also wenn man jetzt so ein M-Sec hat oder so, da zeichnet man eine Sache ein und dann moduliert man alles damit. Das ist natürlich blöd oder Blödsinn. Also ich finde es eigentlich immer besser, wenn man da irgendwie so 3, 4, 5 verschiedene unterschiedliche Sachen hat mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, alle ein bisschen anders getriggert oder anders synchronisiert und dann kommt dann so richtig Lehm in die Bude eigentlich, was so modulationsmäßig oder ja, was die Sachen anbelangt. Ja, hier das Sustain kann ich natürlich auch hoch tun, Attack vielleicht ein bisschen einblenden, Release braucht man gar nicht. Und jetzt kommen die interessanten Sachen hier beim Phase 4 hat man ja so ein Gain und das Besondere an dem ist, dass der quasi in einen Overdrive reinläuft. Also ich kann gar nicht hier über 0 dB hinauskommen. Das ist quasi wie, ja, als ob man in so einen Clipper reinmischt. Ja, so ist jetzt hier ohne alles. Und Drive hat man auch noch.
Also da kriegt man schon eine Menge hin. Was jetzt auch doof ist hier, das Pattern ist natürlich ein bisschen zu einfach. Vielleicht gehe ich mal so ein Triplet-Pattern. Mal gucken, wie das klingt. Mal eine Oktave höher. Wenn ich so ein bisschen spezieller will, also ich meine jetzt hier modulationstechnisch, ich kopiere das mal hier. Ich mal so. Wenn ich jetzt an einer bestimmten Stelle irgendwie einen bestimmten Modulationspunkt haben will, dann nehme ich natürlich Automation. Ich finde, das geht eigentlich ziemlich super im Bitwig hier, dass ich hier irgendwie was anklicke. Und dann entsprechend hier zum Beispiel den Shape nehme. Sage ja, irgendwie hier möchte ich das ein bisschen eingefadet haben. Na, also ich versuche jetzt quasi hier den Riff sehr eindeutig zu machen an jeder Stelle, sodass man nicht hört, dass es irgendwie ein wiederholendes Muster ist oder Pattern ist, sondern ich bringe da überall kleine Nuancen rein, um das aufzulockern. Ne, oder man sagt jetzt hier irgendwie, kommt ein Reverb hin, aber das Reverb ist halt nicht die ganze Zeit drauf, sondern nur am Anfang. Mixnap habe ich ja gerade angeklickt. Hier. Na, kann ich hier auch ein bisschen gehen. Kann aber auch wieder ein FX2 reinmachen, weil das klingt man nicht, das ist nicht laut genug hier, dieses Reverb. Brauche ich vielleicht ein bisschen Distortion vorher. Distortion, da haben wir es. Na, und dann bringe ich das hier, statt das hier mit dem Mixregler einzublenden, mache ich den Mixregler auf 100% und blende einfach das ganze FX2 hier ein. Also ich habe jetzt ein tiefes Band, also alles unter 300 Hertz wird hier bearbeitet, alles über 300 Hertz wird hier drin bearbeitet. Und hier drin habe ich jetzt Distortion, um die Obertöne zu verzerren und natürlich das Reverb. Und wenn ich das hier ausblende, höre ich gar nichts. Und das Gute ist, wenn ich das eingeblendet habe, hier der Sub-Bass geht trotzdem durch dieses Ding hier, was völlig unbearbeitet bleibt. Na, das ist quasi, da geht er durch, ohne irgendwie von den Reverb angefasst zu werden. Aber durch die Distortion hier auf den Obertönen haben wir natürlich jetzt irgendwie einen coolen Effekt. Na, sowas. Und das benutze ich jetzt hier für einen Anfang vielleicht. Oder vielleicht hier kann man auch noch mal kurz reintauchen. Also sowas ist zum Beispiel möglich. Man kann das jetzt hier auch duplizieren und da irgendwie noch mehr machen damit. FX2. Also es ist auch schwer, alles in einem Tutorial zu zeigen, weil es gibt natürlich halt tausend Sachen, die man machen kann. Ich will auch einen Chorus nehmen. Tausend Sachen, die man machen kann. Bitwig bietet da ja durch diese Modularität unbegrenzte Möglichkeiten. Deswegen habe ich auch mal ein bisschen Probleme damit, so ein Tutorial für ein Device zu machen. Also, weil ich kann halt tausend Sachen damit machen, in unterschiedlichen Zusammenhängen, in unterschiedlichen Kontexten. Also das ist halt das Schwierige. Deswegen habe ich immer den Ansatz, wenn ich Tutorials mache oder Videos mache, dass ich die aus dem praktischen Blickwinkel betrachte oder anfange. Dass ich sage, so wird ein Drum-Bass-Track gemacht, dafür kann man jetzt das benutzen oder das benutzen. Oder
ja, so macht man Basslines, so macht man Drums und da benutze ich das hier so und hier benutze ich es aber so. Und da wird das klar, wie vielfältig dann solche Effekte oder solche Devices sein können. Aber so ein Tutorial nur für so ein Device, da, ja, weiß ich nicht, da könnte ich ein 8-Stunden-Video machen, was man alles mit so einem Ding machen kann. Ja, das werden wahrscheinlich wirklich schreien, ja, mach doch mal. Egal. Also hier so ein Chorus kann man auch auf so ein, auf die Obertöne legen. Vielleicht ein Frequency Shift davor, keine Ahnung. Vielleicht klingt das gut. Könnte was sein, weiß ich nicht. Lasse ich mal drin. Ich mixe das mal irgendwo hier rein bei dem Ding. Ja, so ein kleiner Nuancer. Könnte was sein. Also da geht natürlich auch einfach das Motto, probieren geht über studieren. Also viele von den Sachen habe ich noch nie gemacht jetzt. Also das habe ich zum Beispiel noch nie so in der Richtung gebaut. Ich dachte jetzt einfach, wäre ja eine coole Idee, kann man ja mal probieren. Und dann kommt halt raus, joa, ganz nice. Können wir öfters machen. Deswegen. Musik machen oder produzieren in elektronischen Umgebungen ist eigentlich immer viel probieren, probieren, probieren und wenn man irgendwie eine coole Kombination hat und mehr, sich die dann merken und dann je öfter man das macht, desto mehr Kombinationen findet man raus, desto mehr merkt man sich und desto öfter kommt man dann quasi in Improvisationsszenarien auf coole Sachen, weil man einfach schon tausend Mal das irgendwie gemacht hat, probiert hat. Und weiß, diese Kombination funktioniert oder ergibt irgendwie einen coolen Sound. EQ wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ne? Ein Filter vielleicht? Ja, das ist immer cool, ja, so ein Notch-Filter da irgendwo reinzuknallen in die Obertöne hier ein bisschen drüber zu fahren. Immer geil eigentlich. Manchmal wünsche ich mir ja, ich hätte überall so ein Mix-Knob an jedem Device. Also auch wo es keinen Sinn macht. Lass mal ja nochmal so ein FX2 nehmen. Vielleicht filter ich mal bei 200 hier. Darunter ist ja eh noch genug Sub. Und dann mache ich hier ein LFO drauf. Ich mache Classic LFO. Modulier hier mal, das ist zu. Ja, am Ende kommt das, glaube ich, ganz nice, der Sound hier, ja, wenn ich da an den. Da so. So, das kann man machen. Was man auch machen kann, ist einfach zu sagen, ja, naja, das wird dann wahrscheinlich nach zwei, drei, vier Mal, das Loopen wird wahrscheinlich langweilig. Das heißt, ich bräuchte hier dann wahrscheinlich ein bisschen anderen Sound. Das heißt, ich dupliziere jetzt einfach, was ich jetzt hier schon gebaut habe. Lösche das hier weg und
nehme jetzt hier dieselbe Sequenz, aber baue ein bisschen an dem Sound ein bisschen was anderes rein. Ja, vielleicht Modulation ein bisschen ändern. Klingt auch nicht schlecht. Deswegen würde ich vielleicht hier so ein Random-Ding nehmen. Das ist eigentlich auch nicht, ist auch recht selten, dass man mit Drum und Bass irgendwie was Randomisiertes hat. Die meiste Zeit ist es wirklich sehr, sehr speziell alles hintrabiert, was da passiert in den Song. Also sehr viele Edits hier und da extra speziell. Da wird es so und da ist es aber so und hier ist es so. Aber ich nehme jetzt mal einfach diesen random Ding, das heißt, es ist jedes Mal anders, ein bisschen. So, das wäre jetzt schon mal irgendwie eine Bassline hier. Klingt natürlich ein bisschen langweilig jetzt ohne Drums, aber das kommt ja noch. Ich kopiere das jetzt mal mit Control und G. Ich bin immer noch in Englischen. Nenne das mal Bass und lass das jetzt erstmal gut sein. Also, das ist natürlich hier auch so eine Sache. Also, früher habe ich mich an sowas stundenlang, tagelang aufgehalten. Ne? Also klingt das geil, kann ich es nochmal irgendwie abändern oder mache ich es doch anders und dann 50 Mal die Patterns geändert und so weiter. Bringt aber alles nichts eigentlich. Also am besten ist wirklich da schnell durchgehen. Oder was heißt schnell, also zügig. Versuchen, was hinzutrapieren und dann einfach das gut sein lassen. Und dann erstmal zum Rest übergehen, erstmal coole Drums bauen. Und nicht so lange aufhalten an den Sachen. Also man kann sich da schnell satt hören und dann klingt am Ende alles irgendwie gleich scheiße oder gleich geil, je nachdem. Und man friemelt sich da zu Tode. Also das ist halt auch eine Gefahr bei so Drum Bass. Das habe ich früher echt viel gemacht. Auch mit Drums hier. Wenn ich früher Drums gebaut habe, das war echt eine Wissenschaft für sich. Und heute habe ich vielleicht auch das Gehör, keine Ahnung, dass ich da die richtigen Samples nehme oder so. Also ich bin da schneller zufrieden oder versuch's zumindest schneller zufrieden zu sein. Ich weiß jetzt auch zum Beispiel, dass die Samples, die ich auswähle, nicht meine Hauptdrums sind, sondern die geben eigentlich nur den Geschmack. Also die sind dafür da, irgendwie den Drums einen Sound zu geben. Aber darunter layer ich dann wahrscheinlich eh nochmal synthetische Drums. Wahrscheinlich, weiß ich noch nicht. Das heißt, damit gehe ich schon entsprechend hier an die Sache ran und sehe das einfach nur als Flavor-Material quasi. Entsprechend suche ich auch hier schon irgendwie was ein bisschen Raum hat, was ein bisschen mittig ist, weil ich eh weiß, da kommt eine Synth-Drum drunter. Also sappig wird es eh. Also ich suche schon mal was ein bisschen Raum hat, was ein bisschen dreckig ist. Und ist auch egal, ob die Kick-Drum zu lang ist. Ich mache die eh super kurz hier dann mit den transienten Shaper. Ich wahrscheinlich eh nochmal austauschen dann. Also ich werde jetzt nicht gleich das Richtige finden. Aber zum Beispiel sowas hier. Ja, das könnte so eine schöne ja, Attack sein. So, und da kommt dann nochmal eine Synth-Drum drunter und dann hat man da schon mal eine ganz gute Situation. Könnte man machen, ja, damit man das mal sieht. Normalerweise suche ich erst die Samples aus und dann
Gehe ich dann zum Lehrjahren über. Ich mache mir jetzt so ein Ding. Und was habe ich hier? Ach so, hier habe ich auch eine Kick, wa? Da, so. So, die ist jetzt zu leise hier. Und bei der Kickdrum hier bin ich immer so. Also früher habe ich so gemacht, dass ich zum Beispiel, also wenn ich auf E einen Bass hatte, habe ich dann auch auf E die Kickdrum gemacht. Also ich bin dann hier zu E0 oder ja E0 als Grundfrequenz und habe dann hier quasi mit dem Pitch Mod bin dann 7, also eine Quinte höher oder Perfect Fifth höher oder eine Oktave höher. Oder eine Oktave und eine Quinte höher, also auch nochmal ein Fifth, ja, eine Perfect Fifth oben drüber. Und dann von da runter gepitcht quasi auf die Root-Frequenz, ne? Also das hat alles unterschiedliche Sounds. Je nachdem, was man so braucht und wie die Kickdrum aus dem Bass Brei rausstechen muss, ne? Das muss man dann irgendwie entscheiden. Und auch. Kommt natürlich auch darauf an, was man für eine Drum-Ästhetik will oder wie die Drums klingen sollen oder was, ja, wie die sie anführen sollen. Manche mögen ganz lange Kickdrums, manche mögen ganz kurze Kickdrums. Ja, also es ist ein ewiger Fummelei, um das Ludolfs mal ein bisschen zu zitieren. Aber ich lasse das mal hier so einfach. Also die ist zu leise hier auf jeden Fall. Hier so. Auch hier sowas mit dem transienten Startpunkt habe ich mich früher ewig fertig gemacht mit irgendwelchen Align-Tools oder dass die Phase richtig stimmt oder so. Juckt mich irgendwie alles heute gar nicht mehr. Das ist irgendwie alles kein Problem mehr. Also, weil ich mache die Sachen eh nicht mehr so super laut. Also ist schon laut, aber nicht mehr so super laut. Und meiner Meinung nach, wenn man das Ganze dann durch ein Distortion-Plugin jagt oder durch einen Clipper oder so, man hört das eh, dass da was nicht stimmt. Also man hört dann, dass die Transienten nicht übereinander liegen. Also ich höre es zumindest auf meinen Headphones. Und dann fummel ich da so lange dran rum, bis es gut klingt. Und ich hatte bis jetzt eigentlich noch nie Probleme so. Also ich finde, da kann man wirklich zu sehr ins Detail gehen mit sowas und zu obsessiv sein mit solchen Details. Also ich finde, wenn man so Drums layert, knallt ein Limiter drauf oder ein Clipper, man hört das, wenn das nicht genau aufeinander liegt oder wenn das nicht passt zueinander. Das hört man einfach. Die Kick ist da nicht tight, die ist nicht snappig und oder man hört so ein leichtes Flame, wie nennt man es? Heißt das Flaming? Ich weiß es nicht. Dass man halt so zwei Attacks hintereinander hört. Und ist im Grunde genommen auch nicht so wichtig. Das soll einfach nur einen Geschmack geben. Und was man auch machen kann, ja, ist einfach mal so ein Low Cut reinhauen. Man will ja wirklich bloß oben rum so ein bisschen Dreck haben. Ja, dann die synthetische Drum Sound ein bisschen auflockert oder ein bisschen organischer macht. So, Snare Drum. Früher hat man sowas genommen hier, ne? So ein Drum Bass. So moderneres Drum Bass hat dann mehr so. Ja, so in der Richtung was. So ganz hoch gepitchte Drums, weil natürlich die Leute natürlich so viel Frequenzen wie möglich in der Mitte frei haben wollen für ihre geilen Mid-Range-Bass-Sounds. Deswegen haben die dann ganz oben eine Clappy-Snare oder vielleicht sogar nur eine Clap und ganz unten irgendwie so einen ganz kurzen Kick-Shot. Um irgendwie nur so das, die Ahnung von Drums da reinzubringen, dass man hört, ah, okay, da ist eine Akzentuierung, das könnte eine Kickdrum sein. Früher war es genau umgedreht, da hat man irgendwie fette Drums gehabt oder so. So 98 rum. Und das war dann so alles ein bisschen stompy und ja, ein bisschen alles zu viel, meiner Meinung nach. Und jetzt ist es ja umgedreht, jetzt hat man wirklich so bloß so kurze, ganz kurze
Transienten, die irgendwie die Drums antäuschen drin. Also es wird da so eine Drum-Ästhetik, da muss man sich entscheiden, in welche Richtung man da gehen möchte. Wenn jetzt mal sowas nehmen hier. Eine Hi-Hat, die dazu passt. Und meiner Erfahrung nach, was dazu passt, ist, das hängt von der Snare ab, also die Snare zur Hi-Hat. Und die Snare hat meistens so natürlich so ein White Noise oben drin oder irgendwie so eine irgendwas ringy Tail, was so ausklingt quasi. Und das sollte irgendwie so ein bisschen frequenztechnisch passen mit den Hi-Hats. Also mal so ein. Da gibt es ja sowas, das hat überhaupt keinen so, das hat überhaupt keinen Noise-Charakter. Das ist eigentlich nur so ein. Ja, wie so ein Feedback-Sound irgendwie. Ja, und das hat sehr viel so, so höhere Frequenzen drin. Und das muss so ein bisschen übereinstimmen, meiner Meinung nach, mit den Tail von der Snare, also wie das ausklingt. Da muss man so ein bisschen gucken, was passt da. Manchmal ist es auch zu viel. Also wenn man dann so Noise auf Noise hat, dann verschmilzt das zu sehr. Und manchmal möchte man einfach so die Snare und die Hi-Hat ein bisschen in anderen Geschmack haben, sag ich mal. Ja, das ist meistens auch so eine Drum-Ästhetik-Frage. Okay, jetzt brauche ich das mal hier, brauche ich mal Drums draus. Wir haben die Snare, die kommt natürlich mal auf die 2 und auf die 4. Je nachdem. Und hier kann ich einfach mal einfach mal Offbeats gehen. Ja, konnte sowas machen. Oder so einen klassischen Two-Step hier. Das kann man ein bisschen kürzer machen, ja. Jetzt kann man die noch hinsetzen. Vielleicht mache ich die einfach mal ein bisschen weniger laut. Hier brauche ich nichts. Da. Ja, vielleicht noch. Und was viele natürlich machen, ist so ein Kompressor auf die Drums knallen. Oder nicht, ja, doch ein Kompressor, um, naja, damit es halt zu pumpen wird, ne, oder so viele Sachen halt, dieses Gluing. Meiner Meinung nach reicht da auch, hier, wenn ich das mal in eine Gruppe packe, reicht so ein Transient Shaper. Oder Transient Controller, das ist ein Bitwig. Und dann macht man einfach nur, bringt den Sustain ab und macht die Hi-Hats leiser. Also hier sind sie jetzt so leise. Naja, ne? Und dann, wenn ich ja den Tail hochmache, dann, oder Sustain hochmache, dann bringe ich quasi die Hi-Hats raus, aber nur da, wo die Snare nicht ist. Also anstatt, dass die Snare quasi die Hi-Hat nach unten drückt, bringe ich quasi die Hi-Hat hoch, wenn keine Snare da ist. Also genau umgedreht. Natürlich auch so ein bisschen ja von das Snare die Tail hoch. Also das ist quasi wie ein Kompressor, aber halt man muss es genau umgedreht betrachten. Also anstatt dass ich was runterdrücke, wenn ein Attack kommt, bringe ich was hoch, wenn der Attack vorbei ist oder so. Also das kann man machen. Das hat dann auch so ein bisschen so einen Gluing-Effekt. Und ja, man darf auch nicht vergessen. Also man möchte ja Sachen zusammenbringen. Also viele sind dann wirklich sehr, sehr genau. Was betrifft hier Frequenzen zu trennen, also wenn ich hier eine Kick habe und hier eine Kick und layer die übereinander, dass ich die quasi genau frequenzgenau trenne, um die dann im zweiten Schritt hier wieder zusammenzukleben mit einem Kompressor. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Also man kann schon hier Frequenzen überlappen lassen und sagen, ich möchte, dass der eine Sound in den anderen Sound übergeht und ineinander greift.
Weil ich möchte ja, dass die Sounds verschmelzen am Ende. Also ist natürlich klar, wenn es dann Phasenverschiebungen gibt oder so, oder jedes Mal, wenn die Kickdrum kommt, irgendwie geht irgendwie der Tail ein bisschen anders weg, weil da irgendwie sich ja die Phasen auslöschen. Das ist natürlich scheiße. Aber man braucht auch nicht so genau die Frequenzen trennen, dass ich's dann, dass dann die Sounds so separiert sind, dass ich dann im zweiten Schritt, wenn ich zusammenkleben möchte mit dem Kompressor, mir das Leben schwer mache selbst. Also man muss da nicht stur irgendwelche Tutorials befolgen, sondern wirklich mal mit so ein bisschen mit Gedanken rangehen und sagen, was möchte ich denn eigentlich machen? Und ich möchte ja irgendwie Sounds layern und zusammenbringen. Das heißt, wenn die überlappende Frequenzen haben, dann ist das eigentlich gut, weil es genau das, was ich möchte. Okay, so das nur dazu. Also, dass man sich da nicht in Details verliert und da irgendwie super krass mit super teuren EQs rangeht, um die Frequenzen auseinanderzubringen, wenn man es im zweiten Schritt halt zusammenbringen will. Also, Transient Control reicht hier. Ein anderer Trick, was ich auch gerne mache, ist hier so FX3. FX3 zu nehmen. Und im mittleren so ein Transient Control reinzubringen. Und hier habe ich es ja schon irgendwie in dem Plugin gemacht. Hier habe ich schon die Transienten gecuttet hier bei den Snare, aber ich mache das mal wieder zurück. Also so ein Drum Loop hat oder so, kann man dann hier in der Mitte quasi von der Kick und der Snare die Midrange poppig machen oder knackiger oder ne, den Attack rausbringen und den Rest aber unangefasst lassen. Also so ist vorher. So ist danach, hört man jetzt vielleicht nicht so gut. In den oberen Dings hier kommen natürlich nur die Hi-Hats raus, meist so ein bisschen was von der Snare. Da kann man natürlich auch wieder so ein Transient Control reinmachen und dasselbe, was ich vorher gemacht habe, hier einfach bloß in den oberen Band machen. Also hier einfach den Tail hochbringen. So, und dann kann man hier noch gleich das kombinieren mit diesen ja, FX3 Poly-Odd-Technik, die ich immer nutze hier. Also ich mache dann in jeden von diesen Boxen hier, mache ich so eine Peak-Klemme da rein. Und ich limite aber nicht, sondern ich benutze es einfach nur hier als Ceiling, als Kontrolle. Und bringen alle diese drei Boxen quasi auf die gleiche, auf den gleichen Peak-Wert. Also seht ihr ja, das kratzt quasi hier oben an dem Threshold. Und macht das jetzt hier in der Mitte auch. Und hier unten auch beim Bass. Und die Hats sind ein bisschen zu laut hier. Aber wenn man sich das dann mal hier in EQ Plus anguckt, sieht man ja quasi, wenn ich das hier auf 4,5 dB per Octave habe, was so ein bisschen Pink Noise entspricht, also der ziemlich flach oder ziemlich hellen Mixweise, aber es ist halt fürs Ohr, also es ist halt gleichmäßig ja, frequenztechnisch ausbalanciert. Also ich habe genauso viele tiefe Frequenzen, die Oberfrequenzen. Also hat man so einen Richtwert quasi. Jetzt weiß ich, meine Drums sind einigermaßen ausgelevelt, so was die Frequenzen betrifft. Ja, so ist vorher hier, habe ich die Kick hier ziemlich laut und die Heads kommen nicht richtig raus und die Snare ist vielleicht zu leise. Kann man natürlich jetzt hier ein XO dann korrigieren und hier den Mix ein bisschen ändern. Aber meistens nutze ich einfach so ein Ding und macht das einfach hier mit dem Ding ein bisschen bright. Und dadurch, dass man das gemacht hat, hier alle einzelnen Boxen hochgebracht hat, habe ich natürlich jetzt insgesamt die Lautstärke von dem ganzen Kanal hier über 0 dB gebracht. Ja, die Kick hier ploppt da drüber. Und da kann man jetzt einen Hardclip nehmen. Also ich nehme für Drums immer so einen Hardclip.
Da kann man jetzt richtig pushen hier, also wenn man möchte. Ich habe jetzt gerade hier so ein Peak-Limiter da drin gehabt, habt ihr gesehen. Also ich limite hier 5,3 dB, 5,2 dB wird der Limiter weglimiten. Aber mit einem Hardclip klingt das besser. Das heißt, der limitet jetzt Hardclip technisch 5,3 dB weg. Okay, das weiß ich schon mal von der Kickdrum. Also wenn ich jetzt hier hinten dran so ein Peak-Limiter ranklemme. So, und das Geile ist jetzt hier, den Hardclip kann ich ein bisschen reinfahren. Also ich kann jetzt ein bisschen härter machen, die Drums. Jetzt merke ich hier die Kickdrum, oh, die wird ziemlich dick. Ziemlich lang. Dann kann ich kürzer machen, ein bisschen rumspielen hier. So, noch ein Trick für die E-Kick hier. Also man kann zwar so Obertöne hier erzeugen mit einem Hardclip, hört man ja, kommt ein bisschen bei Obertöne raus, wenn ich das hier wegmache. Das sieht so. Aber ich mache dann gern hier so ein EQ Plus noch rein und sage hier, den Bass brauche ich gar nicht. Ich brauche eigentlich nur den Knock hier bei 5, bei 100 Hertz oder 120 Hertz. Runter ist eh mein Sub-Bass hier. Ist aber auch eine Ästhetikfrage, wie möchte ich, dass meine Drums klingen, ne? Also da gibt es kein richtig oder falsch. Das ist einfach nur Geschmackssache. Und ein Kilohertz hier, das ist natürlich da, wo das Ohr am empfindlichsten ist. Telefonfrequenz. Und was ich auch öfters mal mache, ist hier ein FX2 zu nehmen. Das heißt, ich split hier auch die Frequenz in tief und ein hohes Band. Und kann dann hier oben Frequenz-Shifter einbauen und shifte einfach nur das obere Band. Ja, da kriegt man dann so diesen Snap-Attack nochmal ein bisschen, irgendwie kann den so ein bisschen rausarbeiten, wenn man möchte. Kann ja auch auf 24, also 2 Oktaven höher gehen hier. Kriege ich auch noch mal ein bisschen Obertöne rein. Und dann kann man hier, wenn man möchte, ich weiß aber nicht, ob das so ratsam ist hier, man kann es quasi mit diesem Left-Regler hier die Frequenz-Shifting-Frequenz von linken und rechten Kanal ein bisschen unterschiedlich machen. Was so bedeutet, die Obertöne von der Kickdrum werden Stereo. Der Subbass oder hier alles unter 300 Hertz ist immer noch wie vorher, aber alles über 300 Hertz kriegt so ein bisschen einen Stereo-Touch. Muss mal gucken, ob das passt. Ah. Aber wenn man jetzt zum Beispiel findet, oh, ich habe jetzt so einen Drum-Bass-Tune, der besteht eigentlich nur aus einem rumpelnden Sub-Bass und Kick-Drums und einer Snare-Drum, also ist ziemlich minimal. Und ich möchte aber irgendwie, dass der breit und fett klingt, aber weiß nicht wie, dann kann ich vielleicht hier mit solchen Tricks dann die Obertöne ein bisschen links und rechts verteilen. Und unten den Sub, alles was so Druck macht, kann ich mono lassen. Ja, und dann vielleicht da hinten noch so ein Peak-Limiter da drauf, dass man da irgendwie weiß, wo man ist. Und auch hier mit dem Peak-Limiter, ich limite gar nicht so viel mit dem Peak-Limiter. Ich nutze den eigentlich nur als, ja, als Visualizer, um zu sehen, ob ich da hier 0 dB überschreite und um wie viel. Also da will jetzt ja 1 dB wieder weglimiten. Das ist vielleicht noch okay. Aber das nutze ich mal so ein bisschen als, ja, einfach als Kontrolldevice. So, und jetzt ist mir die Snare natürlich auch viel zu lang. So, jetzt klingen die Drums ein bisschen mono. Und da kann man zum Beispiel sowas machen wie
Entweder vor den Limiter hier ein Reverb einbauen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich nutze da gerne diesen Valhalla Supermassive dafür, weil ich den gerne für alles benutze. Aber hauptsächlich, weil der hier wirklich runter geht auf 0 ms Delay. Das heißt, das kann man fast schon als Kompfilter einsetzen, oder man kann es als Kompfilter einsetzen. Aber für Drums bedeutet das, ich kann jetzt hier auch einen Artificial oder einen künstlichen Raum erzeugen, der sehr, sehr klein ist. Ich zeige das mal kurz hier. Ja, das ist jetzt quasi hier das Feedback hochgedreht, dann merkt man, wie das rauskommt, dass ich ja quasi eine sehr kurze Delay-Zeit habe. Aber ihr hört auch, dass es sehr, sehr Stereo wird. Also man hat schon eine Rauminformation da drauf. Auch hier kann ich wiederum mit einem Low-Pass und mit einem High-Pass quasi das eingrenzen, weil ich möchte eigentlich nur obenrum ein bisschen Rauminformation haben. Also unten der Bass, der Kick und die, ja, die Kickdrum und die Snare, von der Snare, die unteren Mitten, das möchte ich eigentlich gar nicht so da drin haben, ehrlich gesagt. Ja, das ist jetzt auch zu viel Feedback. Ja, und das Feedback kann man ja natürlich auch auflösen. Also wenn ich jetzt hier die Modulation, die Delay-Modulation rausnehme. Da hört man ja, ist quasi die gleiche Frequenz, die ringt dann so aus. Aber wenn ich hier die Frequenz oder die Delay-Time moduliere, dann kann ich das quasi neutralisieren. Also ich habe da nicht immer den kleinen, also das hört man, wenn ich das jetzt hier reindrehe. Ja, hört man quasi, wie das so hoch und runter pitcht die ganze Zeit. Und wenn ich dann auch noch die Rate hochdrehe, dann wird das so sehr diffus, was ich eigentlich möchte. Aber das ist auch noch okay. Das ist vollkommen legitim. Na, so ist trocken, komplett trocken. Ist auch eine Ästhetikfrage. Wie möchte ich meine Drums haben? Sollen die komplett wet sein? Sollen die komplett trocken sein? Oder habe ich einen Haufen Ambient-Sachen drin und ich brauche trockene Drums? Also das ist alles eine Frage vom Kontext. Also da gibt es auch keinen falsch oder richtig. Ich sehe mal Tutorials, wo mal Leute das so sagen und so müsst ihr das machen, so müsst ihr das machen. Aber eigentlich kann man das gar nicht so sagen. Also das ist alles abhängig von allem anderen. Also das nie allein zu betrachten. Also das, ja, das ist echt schwer zu sagen einfach. Das ist eine Ästhetik-Sache. Da muss jeder so ein bisschen rausfinden, was passt für mich, was passt zusammen für mich, was klingt gut für mich, wie möchte ich klingen, wie soll es klingen, und welche Aufgabe soll es vielleicht erfüllen oder so. Aber da ist keine einzige Sache richtig oder falsch. So, jetzt haben wir Drums. Wie klingt das überhaupt mit dem Bass zusammen? Warum habe ich eigentlich keinen Bass? Ich hier irgendwas gemutet habe, oder? Tja. Ja, klingt doch schon mal. Ja. Könnte was sein. So, jetzt kommt der Punkt, die Drums und der Bass, die passen zwar schon ganz okay zusammen, aber so frequenztechnisch harmoniert es noch nicht so wirklich. Jetzt ist die Frage, möchte ich eher meinen Bass ändern oder möchte ich eher meine Drums ändern? Also was gefällt mir jetzt besser? Und ich finde jetzt zum Beispiel, für mich könnte ich sagen,
Ich könnte noch ein bisschen Distortion hier auf die Bässe jagen, weil die Drums sind ja ziemlich hier getrieben, sage ich mal. Also ein bisschen Bass vielleicht auch noch ein bisschen Gas geben, damit das so ein bisschen matcht vom Distortion Level her, ne? Also wenn man dann der Bass super clean ist und die Drums sind super distorted, dann das passt halt nicht. In dem Sinne ist quasi Kontrast vielleicht eher schlecht. Oder mir gefällt dieser sehr cleane Bass, der synthetisierte Bass, mir gefällt er sehr gut. Dann kann ich vielleicht ein bisschen Gas hier von den Drums wegnehmen. Also, ich probiere es mal mit Distortion. Mach das hier auf den Drumbus drauf. Die andere Sache ist, ich kann jetzt ein FX2 nehmen, nochmal, auch das nochmal teilen. Man kann ja in den oberen so ein EQ2 reinmachen zum Beispiel und machen Low Cut. Was das jetzt eigentlich macht, ist, ich habe jetzt drei Frequenzteiler drin. Also ich habe einen Sub-Bass hier, geht alles durch, bis 300 Hertz geht komplett durch. Alles über 300 Hertz geht hier rein und dann cutte ich alles weg bis hier 1 Kilohertz. Das heißt, zwischen 1 Kilohertz und 300 Hertz ist quasi nichts. Das ist wie so ein Notch quasi. Und das mache ich, weil ich das oftmals gar nicht brauche. Einfach hier den Mid-Part. Die sind die Drums, da sind irgendwelche Step-Sounds, das sind Pads vielleicht oder irgendwas anderes, ne? Also auf jeden Fall sind die Drums da. Und da kann ich so ein bisschen freischaufeln quasi, also mir ein bisschen Platz machen. Also so klingt es mit und so ohne. Naja, das Reverb ist ein bisschen zu arg. Das kommt ziemlich stark raus hier. Wie kann ich das denn ein bisschen abschwächen? Vielleicht nicht so lang. Vielleicht nicht so groß. Vielleicht hier die Obertöne ein bisschen weg. So, und jetzt ist natürlich hier auch die Sache, der Bass ist viel zu laut im Gegensatz zu den Drums. Und mein EQ kann ja auch weg. Und was ich meistens mache, ist, wenn ich die Drums einigermaßen geil abgemischt habe und die klingen gut für mich, ja, die hämmern gut auf meinen Boxen und so. Ich kann es jetzt nicht hören, ich habe nur Headphones auf, also ich check das normalerweise auch mit meinen Boxen nochmal im Raum ab. Oder auf irgendeiner anderen Anlage oder so, oder im Auto oder auf ein iPhone, ne? Muss man mal gucken, höre ich da alles? Kann ich da überhaupt noch die Drums erkennen? Also meistens, wenn man auf ein iPhone oder so das anhört, ne, merkt man dann gleich, oh, die Kick höre ich ja überhaupt nicht. Wo ist die denn hin? Und dann merkt man, ah, ich brauche da ein paar Obertöne mehr auf der Kickdrum, dass sie irgendwie da rauskommt. Im Mixdown. Aber das findet man dann raus. Also man muss wirklich Test hören, das ist wichtig. Und ja, also wenn man findet, die Drums kicken gut und diese klingen einigermaßen super überall, dann kann man theoretisch den Bass hier einfach auslasten, bis man wiederum ankratzt hier an den Threshold. Mache ich schon, nice.
Und hier verwende ich keinen Clipper. Also hier kann man irgendwie einen Soft-Clipper verwenden oder so, aber ein Hard-Clipper klingt für mich auf dem Bass meistens immer nicht so gut. Ich nehme da ganz gerne so einen Limiter, damit es irgendwie weich bleibt oder weicher. Ja, man kann auch hier sehen, ich kann das leider nicht anhalten. Man kann auch schön sehen, dass ich ja quasi die ganze Zeit oben bin. Also da geht nichts hoch oder runter. Was natürlich heißt, es ist nicht viel Dynamik da. Was oftmals auch schlecht ist. Aber hier weiß ich quasi, ich habe alle Frequenzen gut ausbalanciert. Das sind alle gleichmäßig da. Und wenn ich das hier hochfahre mit den Input, dann kratze ich da oben quasi gleichmäßig an der Grenze. Und habe da schon mal einen Orientierungswert. Und dann kann ich hinter dem Ding ein Tool nehmen. Und dann gehe ich meistens einfach bloß 3, 4 oder 5 dB runter. Ja, weil ich weiß, die Drums hier kratzen auch schon oben. Die sind genau bei 0 dB. Ja, die sind genau, ja, Peak Limiter technisch. Die Kick ist oben, die Snare ist oben, die Hi-Hats sind ein bisschen drunter. Passt. Wenn ich dann den Bass habe, der auch ganz oben ist und gut ausgelastet, ausbalanciert ist und die Drums gut ausbalanciert sind, dann gehe ich einfach mit den Bass 3 oder 4 dB drunter, unter die Drums und mische die quasi drunter. Und jetzt weiß ich, das Verhältnis von Bass zu Drums ist meistens cool oder okay. Und ein Problem, was ich meistens habe, ist einfach nur, dass meine Kickdrum noch zu gewichtig ist. Also das englische Drum Bass Tutorial, was ich da gemacht habe im November, wenn ich mir das jetzt anhöre, würde ich sagen, Robert, das hast du über Kopfhörer gemischt, das musst du dir echt nochmal auf deinen Boxen anhören. Weil die Kickdrum, die plonkt richtig in der Mitte, die ist viel zu heavy, also die ist viel zu dominant in dem Mix. Aber ich denke mal, vom Tutorial, was ich einfach so aus dem Nichts hingekloppt habe, ohne das irgendwie Test zu hören, war es ganz okay. Deswegen lasse ich es auch da. Und es ist ja auch richtig. Also es stimmt ja noch alles so. Es ist halt nur, man muss halt eine Mixdown-Session machen oder mehrere Mixdown-Sessions, wo man das einfach ein bisschen kontrolliert und nochmal checkt. Hatte ich da nicht gemacht. Aber hier finde ich es jetzt auch, aber meine Headphones klingt es eigentlich einigermaßen okayisch. So, also das ist schon mal ganz cool. Kann man jetzt auch so lassen. Und jetzt kommt eine Sache, die geht mir persönlich extrem auf den Strich, Gegenstrich. Nicht auf den Strich. Und zwar, dass ich hier Details reinbauen muss. Also mir geht das tierisch oft auf den Nerv, Details zu bauen. Das Blöde ist, dass diese Details ziemlich wichtig sind. Und mit Details meine ich, dass sich halt Sachen ändern in den Drums, ne? Also, dass man hier mal irgendwie so eine Ghost Note drin hat. Das vielleicht hier auch. Kann ich das hier nicht genau einfügen? Ist doch scheiße. Hier eingehen, ne? Also, kann ich das hier hinschieben oder hier hinten vielleicht, da. Und hier mache ich das auch nochmal, hier mache ich aber einen anderen Trick. Soll nicht mal denselben Trick machen, die ganze Zeit. Nee, kann man schon mal, das geht nicht. Hier kann ich irgendwie sowas machen. Ja, das stimmt schon. Naja, vielleicht auch so, wie so einen kleinen Drum-Roll reinbauen. Also da kann man natürlich auch andere Drum-Sounds nehmen. Also man muss nicht hier diesen einen Sound nehmen. Sowas reicht auch. Ja. Und dass da ein bisschen Auflockerung reinkommt. Also Auflockerung auch bringt zum Beispiel solche Sachen wie die üblichen Verdächtigen. Crash Cymbal. Gucken hier, was habe ich denn hier? Warum spielt das nicht ab? Ja, sowas. Kann ich hier einfach so einfügen.
Muss ich auch, glaube ich, gar nicht viel rumfummeln hier. Ein EQ drauf, irgendwie, dass die unteren Frequenzen wegkommen. Ich brauche nicht bloß oben rum diesen Noise. Oh, ist viel zu laut. Na, ist ein bisschen kurz gecuttet, also ein Reverb drauf. Also das ist ganz cool. Weiß nicht, ob da ist vielleicht zu oft. Vielleicht kann ich das auch runterpitchen hier ein bisschen mit Repatch. Also es braucht gar nicht so laut sein. Es ist einfach nur, dass man irgendwie das Gefühl hat, da ändert sich was im Hintergrund oder das ist jetzt eine Akzentuierung da. Ah, das ist zu oft. Also einmal reicht eigentlich, ja. Und dann kann ich hier das irgendwie mal bouncen. Post Fader. Yeah, yeah, yeah. Okay. Nichts rausgekommen bei. Warum nicht? Kann man keiner beantworten, oder? Warum das gerade nicht geht. So leise? Vielleicht so leise. Ja, ist noch drin, aber ist sehr leise. Und dann ja das einfach umdrehen. Man sieht es ja nicht, weil das so leise ist. Ich habe es auf der Taste R, Reverse, ne, dass ich das quasi umdrehe hier und so ein Fade-In habe. Na, sowas. Ging das da leise, ja Mensch. DB. So. Und dann hat man ja das Problem, dass ja quasi der Crash-Sound der gleiche ist. Und dann mache ich das meistens, dass ich den nehme und einfach, weiß nicht, eine Oktave runterpitche oder so. Hört ja wahrscheinlich nicht, ne? Das ist leise. Auch mal, wenn ich reinquatsche, ne? Ich quatsche mal rein. Also man kann jetzt eigentlich aus diesem Loop eigentlich schon eine Menge machen mit irgendwie zwei, drei Tricks. Also wie sowas hier, was ich hier mache quasi. Ohne dass man das sich großartig... das ist doch nicht richtig hier, ne? Ich habe schon wieder irgendwie was... Richtig, das ist richtig, okay. Ohne dass man sich da wirklich kreativ verausgaben muss. Also zum Beispiel hier, jetzt kann man sagen... Okay, die Drums werden ein bisschen langweilig. Da mache ich irgendwie eine andere Snare noch oben drauf oder so eine Clap. Mal eine Clap suchen. Gib mir die Clap. Also ein Snap, keine Ahnung. Mache ich mal oben drauf. Und ein bisschen Reverb drauf. Leiser. Irgendwie so. Und dann ändere ich das hier in dem Pattern. Also mal, wenn die Snare kommt. Ja. Na, hat man dann sowas. Okay. Oder sowas, ja. Kann auch gehen.
Vielleicht ist die Hi-Hat ja ein bisschen zu laut noch, keine Ahnung. Ein bisschen Touch leiser. So, und jetzt kann ich ja mal anfangen, noch irgendwie ein paar Percussions dazu zu bauen. Hier rein fummeln. Dann nehme ich mal einfach so ein paar Teile. Ich mache die eh ganz kurz. Da ist es fast egal, was ich da nehme. Vielleicht, ja, zeichne ich das hier mal ein schon mal. Wirklich sehr stupide. Und wiederhole das einfach hier. Gucken. Na, sind zu lang die Sounds, also werden sie kürzer gemacht. Badab, badab, badab. Vielleicht hier auch nochmal mit Supermassive den Raum draufbringen. Kann man auch mit Clipper arbeiten, dass man da so Obertöne noch dazu bringt. Ein bisschen leiser machen. Und jetzt auch das Wichtigste, man kann auch ein bisschen hier einen Groove enablen. Und nicht vielleicht allzu viel Shuffle reinbringen. Ja, das ist zu schafflig. Also 15% oder so eigentlich immer ganz gut. Man kann es auch sehr schafflig machen, wenn man da Bock drauf hat. Das natürlich auch nicht die ganze Zeit hier durchknistern lassen, also man kann dann auch mal irgendwie sagen, ich möchte das irgendwie nur vielleicht hier haben oder hier. Und vielleicht dupliziere ich das hier, mach das auch hier. Und bin ich dann hier so, ja. Hier nicht. Aber den zweiten XO hier, den ich ja jetzt dupliziert habe, tausche ich einfach die Samples aus gegen irgendwelche anderen Samples mit diesem Random Button hier. Gucken, wie das klingt. Ja, ist okay. Ja. Also, ich gebe zu, der Bass-Pattern ist jetzt nicht das Geilste oder Kreativste oder so. Da kann man sich wirklich dann ausleben. Ich will ja auch nur Beispiele geben, ja. Aber man kann dann schon sehr viel machen, ja, auch mit Pattern-Änderungen und so. Gerade wenn man jetzt die ganzen Effekte drauf hat. Und ich sag jetzt ja einfach, ich bringe da irgendwie ein anderes.
das Ding rein an einem Pattern. Die zwei zusammen. Und kann man so lassen, kann man sich jetzt auch irgendwie verausgaben an den Bass-Sound, die dann zu verändern. Man kann aber auch einen Lead-Sound reinbringen. Kann ich auch in Phase 4 nehmen oder ich kann auch einen Polysynth nehmen oder was gibt es denn noch? Ja, Polymer. Das Ding hier. Kopiere ich jetzt einfach mal hier das Bass-Pattern runter zum Polymer. Und ist auch schon Bass drin jetzt hier. Also muss ich 2-3 Oktaven höher. Mal gucken, ob ich damit was machen kann. Kürzerer Sound. Drauf. Vielleicht auch verzögern eben zum Note Delay. Das heißt, dass die Noten, also das sind ja dieselben Noten wie hier. Und immer wenn der Bass kommt, kommt halt auch die Note. Ein bisschen langweilig, also verschiebe ich quasi die untere Note hier um 2 Beats. Oder 3. Ah, ist doch gut. Vielleicht auch mit dem Clipper bearbeiten, dass es so ein bisschen dieselbe Ästhetik hat hier, also so Clipping technisch. Thank you.
so Drums und Bass kann man zusammen gruppieren hier. Das wird ein Drum and Bass Bass. Ich mache das immer ganz gern, weil die musikalischen Elemente in dem Track will ich gar nicht, so hart bearbeiten. Also das heißt zusammenpressen. Also es soll ruhig dynamisch bleiben. Das Einzige, was ich eigentlich zusammenpressen will, ist hier der Drum Bass Bass Part. Also kann ich auch wieder ein FX3 draufpacken. Muss man ein bisschen aufpassen, wie oft man das macht hier mit diesen FX3, weil ich habe überall hier so eine Frequenzsplitter drin und da ganz ein bisschen, vielleicht ein bisschen Phasenverschiebung geben. Aber solange man nichts hört und der Track irgendwie pumpt, ist doch geil. Ja, da sieht man auch schön, wie die Kickdrum hier so guckt aus diesem Bass-Part hier. Also wenn ich mal alles wegmache und hier bloß den Low-Part, den Limiter drauf habe, da hört man genau ganz hier unten, sieht man, dass die Kickdrum hier bis 125 Hertz immer noch irgendwie anteilig da drin ist und lauter ist als der Bass, was gut ist. Da kann ich vielleicht auf 3 dB zurückgehen hier. Dann sehe ich hier auch, wie der Abstand hier kürzer wird zwischen Kick und Bass. Also auch hier, ich möchte gar nicht so krass limiten auf diesem Teil. Sondern ich möchte eigentlich bloß ausbalancieren. Klingt irgendwie komisch, ausbalancieren. Na, ist egal. Und dann ein Hardclipper hier. Auch am Ende Hardclip drauf, natürlich. Und jetzt kann ich auch ein bisschen rumspielen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass der Hardclip in der Nullposition schon was wegnimmt, weil ich natürlich hier alles gleich laut gemacht habe und das in jedem Fall über 0 dB geht. Ja, 5 dB hier geht's in Clipper rein. Und jetzt kann man das auch mal hier ein bisschen noch weiter treiben. Also man kann ruhig volle Kanne reinfahren und einfach mal gucken, was passiert. Wie klingt das dann? Was distortet als erstes? Wenn zum Beispiel das Ding anfängt zu distorten mit dem Bass zuerst, also ich höre, dass der Bass verzerrt, ohne dass die Drums verzerren, dann ist wahrscheinlich der Bass zu laut. Ja, das ist halt auch ein gutes Kontrollmittel hier, einfach mal krasser in einen Clip reinfahren. Weil wenn der DJ das spielt, also sollte es überhaupt noch DJs geben in der Zukunft, also falls der DJ das auf dem Flur spielt, also meiner Erfahrung nach sind die alle im roten Bereich ohne Ende. Also zumindest auf Drum-Bass-Raves. Die sind alle im roten Bereich. Mit einem Gain, mit einem. Und dann hat man da auf jeden Fall immer noch einen Overdrive nochmal zusätzlich oben drauf. Also ja, das kann man halt auch beachten. Also kann man dann schon mal austesten, wie klingt mein Tune, wenn der DJ zu hart rangeht. Man kann ja auch schon sehen, das ist schon recht laut. Also wenn ich jetzt so einen dB-Meter drauf mache. Also nur die Drum-Bass-Wurst hier alleine ist bestimmt schon 5 oder minus 6 oder minus 5. Minus 6,6 Luffs.
Jetzt bin ich bei minus 4,9 maximal Short-Term Loudness, was recht laut ist. Und ich habe noch nicht mal irgendwie ein Sidechain drauf auf dem Bass. Also das fehlt ja auch noch. Also kann ich jetzt hier sagen, immer wenn die Kickdrum kommt, ich habe jetzt schon ein Tool, minus 3 dB. Und nehme ja die Kickdrum, die eigentlich auch gar nicht lang ist. Also eigentlich ist Quatsch, das zu machen ja fast schon. Aber da kann ich auch noch mal mit Bass aus dem Weg gehen, wenn der Kickdrum kommt. Das ist okay. Ah, hier bräuchte ich vielleicht eine Ride. Also das wird schon langweilig hier. Natürlich das Drum-Pattern da die ganze Zeit. Also wir haben mal so eine 909 Ride. Ein klassisches Ding. Ah, was weiß ich, sowas. Lade ich mal einen Sampler hier rein. Dann einfach eine sture. Was natürlich pitched, getrackt, warum auch immer. Vielleicht ein High Pass. Da mache ich immer so eine Musikgruppe, da ist auch ein dasselbe Sidechain drauf hier wie auf dem Bass. Und dann kann ich noch ein bisschen ja ändern, wenn ich da irgendwie längere Decay-Zeit haben will. Und da kommen die ganzen filigranen Sounds rein, sage ich mal, also irgendwie Pad-Sounds oder so. Und wenn die Kickdrum kommt, gehen die natürlich weg. Vielleicht kann ich ja auch noch so ein Pad-Sound irgendwie reinbauen. Was ist denn das? E war das, ne? So, natürlich hier den Halbtonschritt mit rein, der klingt immer gut. Gucken. LFO.
die zwei Sachen werden dann zusammengemischt hier auch nochmal zu einer All-Gruppe. So mache ich das zumindest immer. Und dann brauche ich am Ende gar nicht mehr ganz so viel, also eigentlich gar nichts mehr machen, weil die Lautstärke oder Lautheit ist ja schon geregelt, ja, ein Drum-Bass-Boost, ja, ist ja krass gepusht hier alles. Und ja, am Ende mache ich bloß so einen Limiter drauf. Dann kann man schon sehen, ja, das ist eine absolute Wurst. Naja, die Snare, da kann man vielleicht noch ein bisschen was machen. Auch ganz wichtig bei den Kickdrums und den Snare Drums ist ganz wichtig, so diese speziellen Frequenzen zu treffen. Bei den Snares halt so um 200 Hertz rum und Kickdrums natürlich 100 Hertz, 120 Hertz über den Sub-Bass bei Drum-Bass. Und dann hört es dann auch schon, wenn man über die Boxen die Kickdrums abspielt, dass sie dann genau den richtigen Knock haben an diesen Frequenzen. Also das, ne, ob die eigentlich so eher sackig sind, also überhaupt komplett verpuffen und so viel Sub haben, oder ob sie zu knackig sind und überhaupt keinen Sub haben. Also da muss man genau die richtige Mitte finden zwischen schönen Knock-Sound, also Mid-Range-Knock, und dann genug Fundament im Bass und auch bei der Snare, ja, dass sie einen schönen Mid-Range, kurzen Transient-Knock haben, bei 200 oder bei den modernen Drums eher bei 300 Hertz oder vielleicht sogar höher, keine Ahnung, bei den Clap-Sounds. Und dann schön White Noise oben drüber, der dann so das ein bisschen ausklingen lässt. Und da muss man sehr viel rumspielen mit diesen Hüllkurven, dass das alles passt. Okay, so, ja, ich kann ja noch mal EQ Plus gucken, aber ich glaube, das ist ganz gut ausgesteuert hier. Kann man sehen, ja, die Snare kommt schon noch krass raus. Hätte ich jetzt auch verstellt. Was man auch mal machen kann, ist hier natürlich dann mal irgendwie ein Plugin Gassi führen, was man sich für teures Geld gekauft hat, weil man denkt, irgendwie das bringt was auf dem Masterbus oder so. Weiß nicht, hier so ein Elevate oder sowas. Das Ding hier. Irgendwie so ein super geilen Mastering-Kompressor, den man sich einfach mal geholt hat, weil man sich gut fühlen wollte und dachte, oh geil, das bringt richtig was. So, den knallt man halt mal dann auf den Master und kann den mal ein bisschen Gassi führen. Hey, wir haben die Schallmauer durchbrochen, minus 4,3 dB. Lass das keinen Mastering-Ingenieur sehen. Aber ich wollte doch mal zeigen, dass es recht easy ist, eigentlich hier so Tracks zu bauen, die laut sind. Also das ist eigentlich kein Problem, im digitalen irgendwie Tracks super laut zu machen, weil man kann ja überall Frequenzen wegpushen mit Sidechain, man kann mit EQ alles frei machen, wenn man möchte. Man muss ja nur... Und die Drums natürlich auch super kurz machen, also super short, dass man nur noch diese Transienten hat. Das steht ja nichts mehr im Weg. Also das kann man ohne Ende pushen. Also es ist überhaupt kein Thema. Ich weiß gar nicht, warum es überhaupt Loudness Mastering Tutorials gibt. Es ist so easy eigentlich, Sachen laut zu machen. Unverschämt eigentlich. Also im Gegenteil, man muss eigentlich schon aufpassen, dass man das total nicht vergisst, da, dass da überhaupt noch Dynamik drin sein sollte. Weil die Dynamik bringt ja dann diesen, ja, Impact. Also wenn ich auf der Tanzfläche stehe und alles ist gleich laut, dann ist halt nichts laut. Also es ist
Es muss halt ein Unterschied da sein, dass man hört irgendwie, oh, die Kickdrum, die hat jetzt einen Impact und da fadet sie aus und da kommt sie wieder und so, ne? Und dann freut man sich und so. Also eher quasi hier überall hingehen und überall ein bisschen zurückfahren und da ein bisschen Dynamik drin lassen, die Drums nicht so hart reinpushen, aber wie gesagt, hier mit Bordmitteln von Ludwig. Gut, ich habe jetzt hier diesen Elevate-Dings da drauf, aber man kann ja irgendwie auch einen Limiter nehmen oder nochmal einen Hardclip hier am Ende. Das geht ja auch. Kann hier einfach nochmal einen Hardclip draufpacken. Ich glaube, das reicht auch. Also, ne, dann, man hört immer noch die Kickdrum klar, man hört noch die Snare klar, man hört die Hi-Hats klar. Es ist nicht super verzerrt oder so, sondern es ist eigentlich schon alles da, wie man es braucht. Und ich bin jetzt bei minus 3,2 dB, 2 LUFS. dB, dB LUFS, ja. Also, kein Thema. Und wenn man jetzt hier diese Wurst gebaut hat, dann kommt eigentlich nur noch das. Das langweilig seiner ganzen Sache. Man muss es halt jetzt 6 Minuten lang machen. Es ist eigentlich nicht schwer, es ist einfach nur sau langweilig, weil man muss überall diese ganzen Details reinbauen, die ich ja vorhin schon mal erwähnt habe. Um das irgendwie interessant zu halten. Also kleine Fade-In-Sounds, Fade-Out, Impact-Sounds, hier mal ein FX, da mal ist die Snare weg, da kommt die Snare wieder rein, dann Snare-Roll, dann vielleicht mal andere Drums oder Hi-Hats rein, Hi-Hats weg, irgendwie ein Shaker dazu oder ein Tambourine oder irgendwie sowas, ne? Dass halt immer irgendwie was passiert und irgendwie keiner das langweilig findet. Und das ist eigentlich, ja, das Schwerste für mich, weil es das Langweiligste ist. Deswegen machen das wahrscheinlich auch, machen viele Tracks nicht fertig, weil einfach der Rest einfach, also es ist eigentlich 80% langweilige Arbeit und die ersten Sachen, ja, die ich alle jetzt gemacht habe, das ist eigentlich der spaßigste Part, weil da kann man sich Sachen ausdenken, dann kann man neue Sounds bauen und irgendwas entsteht. Man kann kreativ sein. Aber das jetzt hier, das ist so. I hate it. Ich hatte mir auch schon mal so irgendwie so Tools gebaut. Ich weiß ja, die wollte ich auch mal releasen, aber das habe ich dann wieder vergessen irgendwie. Aber wie hieß denn das? Habe ich so Repeater gebaut und so, dass der mir dann irgendwie so Breaks und hier und da mal reinbaut. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ich mache so viele Presets, ich kann das jetzt auch gar nicht. Ist das irgendwie Drum? Irgendwas mit Drums. Ja, hier, Drum Space, Spice. So wollte ich das nennen. Dann macht er irgendwie Ghost Snares rein. Mal gucken. Also ich habe jetzt hier so ein Teil drauf. Also da brauche ich quasi nicht hier reingehen und das per Hand editieren, worauf ich keinen Bock habe, sondern ich habe einfach hier so ein Tool oder mehrere von diesen Presets. Also ich release das auf Patreon, keine Angst. Ich mache das noch fertig, ich habe da Bock drauf. Und dann fade ich das einfach bis ein und aus. Also ich sage dann hier irgendwie, ich brauche hier irgendwie eine Abwechslung in meinem Beat und dann ne, fade ich das ja ein irgendwie auf, weiß nicht, am Ende. So. Ja. Bam. Und dann habe ich hier dieses Pattern. Ich mal den Fill-Part hier, mal gucken, wie das klingt. Ja,
Ja, also da muss ich mir noch ein paar Gedanken drum machen. Aber sowas soll das machen, ja. Also es soll quasi mir die Arbeit erleichtern. Das war der Grundgedanke da dran. Weil mir das echt ja auf den Sack geht, sowas zu machen. Und es ist halt auch immer das Gleiche. Also es ist nicht irgendwie super kreativ. Also es ist ein Kreativ in der Form, dass ich jetzt entscheide, ob ich jetzt eine Ride reinbringe oder die Ride oder das Tambourine Sound oder den Tambourine Sound oder so. Aber verschiedene Sachen, das ist halt immer echt ein bisschen, könnte man echt automatisieren mit so ein bisschen Random-Funktion drin oder so. So diese Swash-Sounds oder FX-Sounds oder so, die dann ab und zu mal drin sind. Das wäre geil. Ja, das wäre mal was für Bitwig. Also so ein Feature-Request, dass man sowas drin hat, so kreative Tools. Aber was willst du machen? Die Community, die wollen M6 haben oder was weiß ich, Cubase-Themes, Skins oder. Ach, weiß der Geier. Freeze-Functions oder Comping-Tools. Ich habe Comping einmal benutzt oder zweimal oder so. Naja. Gibt ja auch, also ich meine, ich bin ja nicht der einzige Nutzer, gibt ja auch einen Haufen Leute, die irgendwie das anders benutzen. Ist ja auch in Ordnung. Also ist ja bloß, naja. Okay, ja, ich weiß jetzt nicht, ist jetzt Quatsch, den länger zu machen. Also ich glaube, in den anderen Englisch-Tutorial habe ich irgendwie einen längeren Track draus gemacht. Aber im Grunde genommen, mehr mache ich eigentlich nicht. Also ich mache das jetzt 8, 6, 6, 7, 8 Minuten lang und dann editiere ich einfach nur an jeder Ecke irgendwie was hin oder was weg, damit es irgendwie ein bisschen interessant klingt. Vielleicht mache ich doch nochmal einfach ein extra Tutorial für das, weil ich habe da jetzt irgendwie tierisch keinen Bock drauf. Auch jetzt, weil ich natürlich drüber geredet habe, dass ich keinen Bock drauf habe, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Mache ich vielleicht mal ein extra Tutorial, wie man irgendwie, was man da so machen kann, also mit diesen Percussion Sounds, dass das irgendwie auf 6 Minuten irgendwie interessant klingt. Aber ich glaube, so das Grundkonzept war klar. Habe ich, glaube ich, erzählt. Das ist ein Drum-Bass-Loop, der sich zeigen kann. Man kann den auch 6 Minuten laufen lassen. Ist zwar ein bisschen langweilig, aber egal. Und er ist laut. Also, was so Drum-Bass halt an sich hat. Also, ich denke, das war's. Wie lange habe ich ihn jetzt aufgenommen? 1 Stunde 42. Naja, ich habe auch viel reingelabert zwischendrin. Ja, könnt ihr mir mal Feedback da lassen, wie ihr es fandet oder ob ich zu viel gelabert habe. Wenn nicht, mache ich dann nochmal eins. Gibt ja auch noch irgendwie tausend andere Drum-Bass-Genres, also Liquid, Neurofunk, Techstep, Jump-Up und so weiter. Ich kann ja auch alles nicht persönlich, aber ich kann nur ungefähr zeigen, so wie ich es machen würde. Ne? Okay, das war's. Danke fürs Zugucken, und bis demnächst.